Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon wieder Wochenende und somit Zeit für eine neue Folge von Kipus Paranormal Scanner. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit einem bekannten Video eines Poltergeist im Hotel. Die Original-Videoquelle findest du wie immer in der Videobeschreibung. Filmdaten, Hochladedatum. Die älteste Version des Videos, die ich gefunden habe, wurde vor circa einem Jahr hochgeladen. Aufrufe: einige hunderttausend Klicks verteilt auf mindestens 10 Kopien des Videos. Auflösung. Die Auflösung kann ich leider nicht genau sagen, da ich das Originalvideo nicht gefunden habe. Wahrscheinlich sind es aber so um die 320x240 Pixel mit 30 Bildern pro Sekunde. Die Datenrate ist leider sehr gering, was man auch am Video sieht. Filminhalt. Eine Frau sitzt in einem Hotelraum und telefoniert. Zuerst bewegt sich ein Stuhl. Als sie versucht zu flüchten, bewegen sich viele Einrichtungsgegenstände und versperren ihr den Weg. Schließlich bricht die Frau ohnmächtig zusammen. Danach sieht man noch einen Schatten rumlaufen, der nochmal einige Stühle bewegt und wirft. Logik. Wenn diese Situation wirklich so gewesen wäre, wie hier gezeigt, dann hätte bestimmt jeder davon erfahren. Es wäre in allen Nachrichten gewesen. Warum sollte auch ein Poltergeist, sofern sie überhaupt existieren, diese Frau dermaßen attackieren? Wenn Poltergeister so aktiv sein würden, dann würde es auch mehr Videos von solchen oder ähnlichen Aktionen geben. Für mich macht das alles keinen Sinn. Filmanalyse. Leider habe ich keine bessere Version des Videos gefunden. Trotzdem ist zu erkennen, dass dies hier sehr gut gemacht ist. Es müssen also Profis am Werk gewesen sein. Und genau so ist es. Nach einiger Recherche habe ich die Szene gefunden. Es ist eine Szene aus einem sehr unbekannten Film namens Bangunan oder Bengunan, ich weiß es gar nicht so genau. Ich spiele mal den Trailer des Films ein. Dieses Video ist also nicht real, es ist ein Fake. Sekarang abang semua ingat, hanya datang untuk duit ke apa? Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, dann musst du auf das Abo-Knöpfchen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Wochenende.